Ja, halli, hallo, hallo, willkommen zurück zu der Witcher. Ja. Wir haben ja ein paar hässliche Kerle besiegt. Da rennt noch einer rum, ein Ertrunkener. Da holen wir uns natürlich und hauen ihn weg. Bam! Und zack. Tschüss. Flammenrose. Nö, das war's. Flammenrose. Hey! Da ist noch einer. Das kann nicht sein. Oh, hör auf. Ich kann mit meinem Hexerschwert nicht wechseln. Das ist jetzt ein bisschen unfair, oder? Ja, ich kann mit meinem Hexerschwert nichts anfangen hier. Wie soll ich die denn besiegen? Hä, wie soll ich die denn besiegen, wenn ich mit meinem Hexerschwert nicht treffen kann? Wenn ich den... Ah, ich muss ja auf E wechseln. Ich... Mir fällt das Hexerschwert. Das muss mir halt auch jemand sagen. Dankeschön. Da hinten ist ein Ort der Macht. Da will ich hin. Hopp. Und ein Lagerfeuer. Attacke. So, kommt mal also hier durch. Einmal hoch bitte. Feuerstelle. Ort der Macht. Auf zum Ort der Macht. Bing. Schwing. Ja, was möchte ich wohl tun? Nichts. Ich habe einen Ort der Macht gefunden und mache nichts. Gitterstäbe. Ist hier offen? Abgeschlossen. Okay. Und hier? Einmal runter bitte. Abgeschlossen auch. Okay. Davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ist hier halt abgeschlossen. Der Kerl rennt mir eigentlich nach oder geht jetzt seinen eigenen Weg? Einmal hoch. Oh. Sind das Fledermäuse? Er ist jedenfalls nicht mehr da. Muss ich das Viech jetzt vor ihm besiegen? Ich hoffe nicht, aber hier ist noch ein Ort der Macht. Den holen wir uns auch noch. Ja, holen wir uns eigentlich immer, oder? Kann man nie genug haben von Ort der Macht. Noch ein Ertrunkener. So, jetzt aber. Jetzt treffe ich ihn auch. Jetzt sind sie auch kein Problem mehr. Und... zwei Stück. Null Problem. Haben wir eine Map? Hier bin ich. Ausgang Tempelbezirk Gorgognest. Okay. Da will ich ja hin. Ich denke mal, dass der Typ schon gestorben ist. Ne, da hängt doch rum der Siegfried. Zack. Normal brauchen wir nur zwei Schläge hier. Und zu schnell. Ja, ich habe sie immer noch nicht so richtig drauf. Das passiert mir immer. Jetzt hat's. Jetzt hängt's. Oh, doch nicht. Das ist ein Gorgog. Ah, geht so, ne? Krieg ich mir ein normales Schwert wieder? Ja, ja. Hey, ha! Okay. Das kam überraschend. Hier, ich gehe mal auf. Schwing! Muss ich vielleicht hier... Entschuldigung. Ich glaube, ich habe es gepackt, hä? Das war gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Schau an, schau an. Ich bin ein Hexer. Ich töte seit meiner Kindheit. Vergiss das tust du. Nicht. Vincent hat einen Preis auf... Guter Rat. Ja, nehmt den Gorgonenkopf und folgt... Ja, ja, mach ich. So, schon mal in mein Inventar. Das ist viel zu leer. Finde ich ein bisschen mies einfach. Dass wir alles genommen haben. Unbekanntes Kraut. Okay, was haben wir hier noch? Ich denke mal... Was war hier? Lagerfeuer. Hm. Brauchen wir anscheinend nicht. Dann lassen wir das. Ja, ja, ja. Hier geht's raus, ich weiß. Oh. So redselig, der Typ. Diese Tür. Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Wer kommt jetzt? Tötet ihn. Die Salamandra. Und ich habe kein Schwert. Und... Zack, zack. Und... Der nächste, bitte. Brenne für mich. Aha. Oh, jetzt kann ich mir aber so ein Schwert gönnen, oder? Ja, will ich bitte. Bitte, gönn mir ein Schwert.
Freunde von euch. Ach, sicherlich. Die Schurken mit den Salamanderabzeichen stören mich schon. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Nur der Hauptmann der Wache, der Irre aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit. Das war der Professor, du Idiot. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ich... Wohin des Weges? Ich habe meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus und... Das habt ihr gut gemacht, Sieg. Vergewissert euch... Verschwinden wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in... Dankeschön. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Eure heilige Mission, die Menschen... Euer Sarkasmus ist unendlich. Dankeschön. Tschüss. Mich jemals brauchen, oh Junge! Hör mal auf zu reden hier jetzt. Wir nehmen uns natürlich das Schwert. Und den Dolch nehmen wir uns natürlich auch noch. Kann ich den... die Fackel gebe ich mal nicht weg. Auf keinen Fall gebe ich die weg. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Schwerter. Obwohl ich mein Hexer-Stahlschwert gerne wieder hätte. Dann machen wir das lieber da unten rein. Ja, kann ich jetzt hier durch oder so? Ne, nicht. Und doch, kann ich. LD Oberwelt. Du hast mich wieder. Du hast mich wieder, Oberwelt. Dieses Laden ist einschläfernd. Und ich habe immer noch Urlaub und es, wie manche schon bemerkt haben, sind meine Videos mittlerweile in 16 zu 9 und 720p oder halt 800. In dem Fall, weil sie 16 zu 10 sind. Ja, es liegt daran, dass alles andere als viel zu lange dauert. Ich renne da jetzt statt einer anderthalb oder statt einer Stunde 45 renne ich jetzt nur noch 30 Minuten. Und das ist mir wesentlich lieber und da könnt ihr gar nichts dazu sagen. Ist mir scheißegal, was ihr dazu zu sagen habt. Ich mach so, dass es passt. Mir passt. Tut das ja immer hier noch für mich. Mhm. Jetzt bin ich endlich in der Stadt drin. Wahrscheinlich komme ich jetzt aber nicht mehr... Ich sollte da nicht reingehen. Wo kriege ich jetzt eigentlich meine Waffen wieder her? Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwo muss ich ja anfangen. Okay, schnappen wir uns den Privatdetektiven. Buda! Haus des Detektivs Raimund. Raimund. Was mache ich jetzt hin? Müsste jetzt hier die 29. Folge sein, in der wir gerade sind. Das heißt, sie kommt am 29. So kann ich es mir gut merken. Ein altes Regal. Ich will mein Hexer-Stahlschwert wieder haben. Meine ganzen Sachen wurden mir weggenommen. Das finde ich mega fies. Und ich habe doch Meteoritenerz hatte ich gefunden. Das habe ich jetzt alles nicht mehr, ne? Ihr blöden Mongus-Schneesturm. Katze habe ich immerhin, zwei Katzentränke. Warum stecken wir die nicht? Können wir das Buch an die Stelle tun und so. Ja, lassen wir das erstmal. Gehen wir erstmal, wollen wir hoch? Treppe nach oben. Okay. Aha. Ich schaue mich erstmal um, falls... Okay, ist hier in dieser Holztruhe ohne Axt. Eine kleine Axt. Würde ich gerne mitnehmen, aber die... Das mir ist einfach zu wichtig. Der sitzt hier schön auf dem Boot. Das ist mir zu wichtig, eine Fackel dabei zu haben. Was haben wir denn hier? Ich bin Gerald von Rieb. Eine Monokel, alle. Kann ich hier Informationen? Ich habe eins für die Anwälte Kotringer und Feng. Ich nehme an, das soll eine Empfehlung sein. Euch ist gewiss klar, dass Information... Ich werde bezahlen. Dann fragt ruhig. Können wir mich hier ausruhen? Mich interessiert... Zufällig weiß ich da etwas. Ein paar offene... Erzählt mir... Ich arbeite schon eine ganze... Fahrt fort. Azar Javid ist der Anführer... Ja, das weiß ich schon. Ich habe am eigenen Leib verspürt... Sie haben eine große Organisation aufgebaut, die genetische Experimente... Wenn ihr das lesen müsst, wollt, ich lese das nämlich immer so schnell ich kann. Und dann, wenn ihr es lesen wollt, macht einfach Pause. Tut mir leid, dass ich den Dialog überspringe. Ist das alles? Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas... Wachen? Im Kerker? Ja. Na super. Muss ich schon wieder auf den Kerker.
Wisst ihr noch mehr? Er ist womöglich einer der Anführer, aber genau wissen wir Hibbel. Er hibbelt so rum. Noch etwas. Irgendwelche Vorschläge. Wartet eine Weile hier. Macht sie überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Alles klar, wir gehen um Mitternacht. Hey, dann bin ich an dieser Stelle der Folge. Danke fürs Zusehen, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, teilt das Video natürlich mit euren Freunden, damit die auch nichts mehr verpassen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit dir und ciao.